Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Oli. Und zwar soll es heute mal um die Z21 App gehen, beziehungsweise um die Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe, wie ich das gemacht habe, wie ich das Ganze geregelt habe. Und wir sehen jetzt hier schon die gestartete App. Ich werde es mal ganz kurz beenden, um das mal wieder aufzurufen, dass man das mal schön sieht. Und zwar starte ich jetzt hier die App. Wir sind sofort drin. Ich gehe aber trotzdem mal zurück, da ich jetzt unter Anlagen die Steampunk schematisch ausgewählt habe. Zu den Rest kommen wir gleich nochmal drauf. Und das Layout habe ich hier ausgewählt. Jetzt hätten wir das Ganze sozusagen aufgerufen. Und zwar, das heißt jetzt schematisch, weil ich ja das Stellwerk gewählt habe, was den schematischen Aufbau hat. Es ist soweit nicht schlecht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich es nicht ganz so prall finde. Wir haben hier sozusagen so ziemlich die Anlage vor uns, wie sie eigentlich auch ist. Immer wieder dieses eigentlich. Ihr kennt das schon von mir. Ich finde es aber relativ unübersichtlich. Ich werde mal ganz kurz das Licht einschalten. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal den Punkt betrachten, zum Beispiel nehmen wir mal hier diesen Bereich hier hinten raus. Wir müssten ja mit Sicherheit den Bereich, den wir jetzt hier haben. Jetzt gehe ich mal auf der Anlage weiter rüber. Und zwar ist das, kriegen wir es ein bisschen drauf, oder muss ich jetzt hier mit dem ganzen Stativ mal ein bisschen hochgehen, der Bereich, der hier hinten ist. Das heißt, hier hinten geht es in den Untergrund rein, hier vorne geht es links zur Wendel und da hinten ist sozusagen die Schleife unterirdisch drinne. Und das ist, wenn ich jetzt mal hier rauf gehe, der Bereich. Das heißt, hier geht es zur Wendel rüber und da geht es hinten in den Untergrund und da ist dann der Abzweig, der nach oben führt. Moment, ich werde mal kurz das Stativ hier wieder ein bisschen besser positionieren, dass wir das besser drauf haben. Ich wollte es bloß mal ganz kurz zeigen. Und das finde ich relativ unübersichtlich, weil, wenn wir jetzt mal weiterschauen, wie stelle ich denn eine Wendel da in diesem schematischen Stellwerk? Das habe ich hier drüben versucht. Über diesen Schlängel habe ich versucht, die Wendel, die in meinem Schrank hier eingebaut ist, darzustellen. Das habe ich dann auch mit den schwarzen Linien versucht darzustellen, um das Ganze irgendwo auseinanderhalten zu können. Im Grunde genommen, wenn wir das jetzt mal weitersehen, habe ich ja hier den mittleren Bereich, der hier, und hier oben ist der Bahnhof, an dem wir ja die ganzen letzten Folgen gearbeitet haben, der da oben zu sehen ist, und der ist jetzt praktisch hier. Und ich finde das wirklich wahnsinnig unübersichtlich, weil ich ja mit verschiedenen Ebenen arbeite. Also mir gefällt das überhaupt nicht. Hier auf der rechten Seite sehen wir jetzt praktisch, ich mache mal die Kamera nach rechts, um das mal ein bisschen darzustellen. Das ist der Bereich da hinten, den wir sehen. Das heißt, da geht es ja aus dem Schrank raus. Und das ist, um wieder hier in die Kameraperspektive reinzugehen, das ist der Bereich, beziehungsweise der Bereich von der oberen Ebene. Und wenn man das jetzt so sieht und vergleicht das mit dem, was ich da hinten sehe, finde ich das irgendwo sehr schlecht darzustellen, zu lösen. Also mir persönlich sagt das jetzt überhaupt nicht zu. Und ich habe das Ganze anders gelöst. Ich habe jetzt die andere Variante des Stellwerks genommen. Wir können ja mal ganz kurz reingucken. Wir haben ja hier das Stellwerk. Das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr die Z21 habt. Und hier kann man das ja alles einstellen, in Anführungsstrichen programmieren. Und das ist jetzt hier von mir gemacht worden. Das heißt, ich habe jetzt hier die obere Ebene, die mittlere Ebene und die untere Ebene versucht darzustellen. Der unteren Ebene ist ja noch nichts weiter drin. Das ist ja hier im Hintergrund, ist das ja die das Gleis, was da hier unten, das helle, was von da hinten kommt und hier rüber führt, so da unten lang hinter meinem Tablet und dann bis da rüber geht. Das ist sozusagen die untere Linie hier drin. Und damit das nicht so gefällt und ich das eigentlich völlig unübersichtlich finde, macht mir das auch so keinen Spaß, die Bedienung zu machen. Und wenn wir überlegen, da kommt ja noch wesentlich mehr dazu. Das heißt, in dem Bereich hier unten kommt ja später der gesamte Ablauf mit hin. Hier unten kommen die eigentliche Anlage noch mit rein. Auf der anderen Seite vom Raum kommt ja der Hauptbahnhof noch mit hin. Und das kann man hier, finde ich, ganz, ganz schlecht darstellen. Deswegen hatte ich mich für eine andere Variante entschieden. Und zwar, wenn ich jetzt wieder bei Anlagen reingehe, wir werden es gleich sehen, habe ich jetzt hier oben Steampunk, dieses Layout wählen,
Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. So, jetzt mache ich hier mal ein Vollbild. Und hier sehen wir schon, dass das Ganze meines Erachtens jetzt wesentlich besser dargestellt werden kann. Über die Variante, dass ich die Anlage, so wie sie vor mir ist, tatsächlich darstellen kann. Ich zoome mal ein bisschen hier so rein mit der Kamera. Und zwar sehen wir jetzt hier oben den Bereich. Das ist wieder der Bahnhof, der da oben ist. Und auf der rechten Seite hier sehen wir ja die beiden Weichen. Die sind, ich zoome mal wieder hier ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig jetzt hier mit den hin und her arbeiten. Das ist praktisch der Bereich, der hier oben ist, das heißt, wo die Gleise zusammengeführt werden. Dann gibt es nachher noch den Bereich hier unten, wo so lieblos das Signal da liegt, das Brückensignal. Und wie gesagt, da hinten, da sehen wir, wie die Strecke runterkommt. Und ganz da hinten drin, hier, da hinter dem grauen Kabel, liegt ja dann die Doppelkreuzungsweiche. Und die kann ich natürlich jetzt hier auch wesentlich besser darstellen, als ich das bis jetzt konnte. Ich stelle das jetzt mal ein bisschen vielleicht angenehmer hier hin. Entschuldigt, wenn es mal ruckelt, aber das ist vom Stativ her ein bisschen doof. Wie gesagt, jetzt handelt es sich um die obere Ebene. Hier auf der linken Seite, das ist der obere Teil der Wendel hier drüben im Schrank. Das hier oben ist mein Bereich, der noch im Bau ist. Ich muss mal wieder ein bisschen wackeln. Das ist hier der Bereich und da hinten dann sozusagen die anderen Teile. Weiterhin wählen wir hier, entschuldigt, wenn es wieder ein bisschen wackelt, den mittleren Teil aus. Das ist das, wo jetzt die ganzen Hängerchen da im Hintergrund stehen, was dann bis darüber funktioniert oder nicht funktioniert, was darüber geht. Und auf der anderen Seite hier natürlich den Bereich darstellt. Und wenn wir uns das jetzt hier mal auf der Z21 App mal anschauen, ist das dieser ganze Bereich und der Kreis, das, was ich vorhin gezeigt habe, was in den schematischen so mittendrin und schlecht zu sehen war. Hier unten ist der Teil der Wendel, jetzt von dem mittleren Bereich, da sind ja zwei Weichen drin. Und dann gibt es noch den unteren Bereich, der ist im Moment lediglich ein Strich mit einem Teil einer Wendel, nämlich wie gesagt das Gleisstück, was hier unten dran ist und hier drüben nachher in meinen Schrank in die Wendel reinführt. Und was noch gar nicht existiert, das ist dann der vierte Teil, der Hauptbahnhof. Da existiert natürlich noch gar nichts, ist ja auch klar, der gibt es ja noch gar nicht. Wir gehen mal in den mittleren Teil wieder rein. Und zwar ist das jetzt so, ich mache mal den nächsten Schalter an meiner Anlage an. Ich versuche mal hier ein bisschen raus zu zoomen. So, das heißt, jetzt habe ich die Lichter angemacht im Hintergrund, die Signale sind zu sehen. Und die sind natürlich noch nicht festgemacht, ist klar. Und jetzt sehen wir natürlich, wenn ich jetzt den Bereich hier, werden wir das wieder ein bisschen umstellen. So. Haben wir hier rechts ja so ein bisschen lieblos. Ich komme mal mit meinem Tablet nachgerutscht hier, dass wir das vielleicht so ein bisschen besser reinkriegen. Nee, dann sehen wir den Rest nicht mehr. Aber so müsste das doch eigentlich zu sehen sein. Und zwar das Signal, ich rutsche mal hier noch ein bisschen rum. Das mal ein bisschen darzustellen, wie ich mir das gedacht habe, dass wir hier diese beiden Weichen, die hier, das sind die, die wir hier hinten, ich nehme das jetzt hier weg, die wir jetzt hier hinten sozusagen sehen. Das hatte ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Ich drehe mal die Signale rum, die sind jetzt beide auf grün. Das heißt, die haben jetzt beide in sich den Durchgang. Jetzt kann ich das in der App natürlich schön reinzoomen. Hier sehen wir es wieder. Und jetzt kann ich von hier ja das verstellen. Jetzt sehen wir hier hinten das rote Signal, hier auch, hier hat sich entsprechend die Weiche verändert. Das gleiche können wir auch oben machen, das heißt, die Weiche hat sich verändert und das Signal und natürlich dann die Weichenstraße, die hat sich jetzt gestellt, die war natürlich auf rot, ist klar, weil die jetzt den Durchgang bildet. Das heißt, die Signale beide haben natürlich rot. Es sei denn, ich verändere das Ganze, dass das jetzt hier so entsprechend drüber geht, und wenn ich jetzt die Weichenstraße anwähle, dann verändern sich beide Signale hinten und die Weichen stellen sich in dem Moment. Wer es schon kannte, wird gesehen haben, dass ich hier unten meine Antriebe bewegt habe. Ja, da habe ich ja schon ein paar Videos zugebracht. Deswegen möchte ich das gar nicht mehr groß neu aufrollen. Aber ich will nur zeigen, dass man über dieses
Stellwerk über diese Variante, die frei erstellt wird, natürlich sich das viel, viel offener darstellen kann. Dasselbe ist jetzt praktisch hier hinten in dem Bereich. Mal ein bisschen runter. Hier haben wir die Doppelkreuzungsweiche hinten. Das ist ja dann dementsprechend, hat man ja schon gesagt, der Bereich da hinten hinter dem grauen Kabel mit der Weiche davor. Das ist das, was wir sehen, wenn wir jetzt hier sozusagen hergehen. Und wenn ich das jetzt stelle, na voilà, na, macht sich jetzt ein bisschen Klack, hat man es gehört. Ja, ich weiß nicht, ob man es auch hört. Und die Doppelkreuzungsweiche funktioniert entsprechend auch. Das brauche ich jetzt gar nicht groß zu zeigen. Und hier sehen wir jetzt den Bereich, der nach unten geht. Das ist dann der Gleisteil, der doppelte, der hier unten aufhört mit dem hellen Holz und dann hier unten praktisch sozusagen sich fortsetzt. Das ist dann der Bereich hier drüben, den wir jetzt sehen. Ich versuche mal wieder ein bisschen raus zu zoomen. So müsste das besser sein. Und dasselbe gibt es dann natürlich auch für den oberen Bereich. Hier sehen wir es. Und dann haben wir entsprechend auch die Signalbilder und die Weichen von da oben. Da hinten sehen wir jetzt gerade das rote Signal. Wenn ich das jetzt mal hier auf der Anlage antippe, Quatsch, in meiner Z21 antippe, so, dann kann ich das entsprechend auch verändern. Und da oben hat sich jetzt die Weiche umgestellt. Was jetzt nicht passiert ist, das Signal hat sich nicht mit umgestellt. Das heißt, das Signal, was da oben rechts ist, das da, das hat sich noch nicht mit umgestellt. Und das machen wir jetzt mal in der Z21. Das heißt, die müssen wir mit den Weichen zusammenkoppeln. Hier sehen wir es. Mit den Weichen zusammenkoppeln. Das heißt, dass hier, wenn ich das schalte, nicht bloß die Weiche funktioniert, sondern auch das Signal mitschaltet. Dasselbe ist hier. Das passiert noch nicht, weil sich hier noch nichts mit umstellt. Ich zoome noch mal ein bisschen mal da rein, dass man es vielleicht besser sehen kann. So. Und dazu gehe ich jetzt mal in das Stellwerk. Das haben wir jetzt hier auf der linken Seite. Ich hoffe, man sieht es, weil ich so ein bisschen reingezoomt habe. Aber so müsste es eigentlich funktionieren. Geh mal her. So, jetzt guck mal. Jetzt sind wir im oberen Teil. Und über das haben wir oben gesprochen. Jetzt schaue ich lediglich mal nach. Hier drüben auf der Seite, hier, haben wir jetzt eine Weichenbezeichnung, eine ID, die ich vergeben habe. Das ist die 126, wenn ich jetzt richtig gucke. Wir zoomen mal hier rein, genau. Und das muss ich jetzt lediglich bei dem Signal da oben auch angehen. Das heißt, wenn ich das Signal jetzt ankippe, Quatsch, ankippe, jetzt habe ich die Kamera in der Hand, das Signal anwähle, gehe ich hier oben auf den Stift und dann gebe ich hier lediglich jetzt die Adresse ein, die 100 und, na, klicken wir mal dahinter, die 126 haben wir gesagt. So, okay. Und jetzt haben schon beide, na, die gleiche ID, das heißt die Weiche und das Signal haben die gleiche ID. Und jetzt würde sich in dem Fall das mit verändern. Ich klicke jetzt mal hier nochmal auf das Signal drauf, wieder auf den Stift. Und jetzt kann ich ja hier testen, wie sich das Ganze verhalten soll. Das heißt, das Signal steht jetzt auf Rot, weil der Zug da hier von rechts kommt. Könnte ja jetzt hier gar nicht rüberfahren, weil die Weiche so umgestellt ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich da drauf klicke, ist es jetzt grün und die Weiche schaltet durch. Dasselbe hier unten. Das heißt, hier habe ich jetzt die Weiche 128, gebe jetzt bei dem Signal die 128 oben ein. So, 128. Okay, hat jetzt die gleiche ID wie die Weiche. Und schon kann man, jetzt ist natürlich, hat sich erstmal gestellt, weil hier rot angezeigt wird, es geht gerade nicht. Und wenn ich jetzt auf grün mache, sehen wir das gleiche Spiel. Das heißt, der Zug von hier könnte jetzt fahren. Und wenn es rot wäre, ach Quatsch, hier drüben, entschuldigt bitte, ich bin ja jetzt nicht im Stellwerk, dann wäre jetzt rot. Und wenn ich dann in der Mitte meine Weichenstraße bewege, dann geht das entsprechend dann zusammen. Da gehen wir mal hier raus, wir speichern das Ganze mal. So, gehen jetzt mal entsprechend hier wieder rein. Machen wir hier auf der rechten Seite wieder unser Vollbild an. Gucken in die Anlagenübersicht rein, sind wieder in dem oberen Teil drin. Wir sehen das hier unten links, steht oben, habe ich so genannt. Und da sehen wir jetzt natürlich, wir konzentrieren uns mal wieder auf die beiden Weichen, die wir gerade eingestellt haben. Ups, auf die, die wir gerade eingestellt haben. Das wäre jetzt hier oben die hier. Die sind auf Durchgang. Und wenn ich jetzt, ich meine, dass es funktioniert, das kann man mir ruhig glauben. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, auf das Signal, zack, hat sich hier oben die
entsprechende Signalstellung eingestellt und die Weiche entsprechend hier unten hat sich mitgestellt. Das würde man jetzt sehen, wenn wir wieder hier runter gehen. So. Na, welcher hat sich bewegt? Wer hat es gesehen? Ich glaube der rechte. Das war da drüben. Ist ja egal. Auf jeden Fall funktioniert es. Da haben wir ja schon ein paar Videos zugebracht. Und das gleiche Spiel ist natürlich mit dem Signal, was da oben rechts in der Ecke ist. Dieses da hinten, da. Das ist entsprechend natürlich hier drüben. Das. Hoppala, gleich zweimal getippt. Grün und natürlich da oben. Auch grün, das macht sich natürlich ein bisschen blöd, immer dass man die Kamera schwenken muss, aber ich denke mal, das ist so die leichtere Lösung, als hier mit zig Kameras zu arbeiten, die ich eh nicht habe. Ja, und die mit der Weichenstraßenfunktion ist erwartungsgemäß, schalten sich natürlich dann wieder der Fahrweg in der Mitte ein und die beiden Signale schalten auf Rot, beziehungsweise wenn ich umschalte, wäre der Fahrweg wieder grün, das heißt, ich könnte ihn schalten. Und dann würde sich das Ganze einbauen. Ja, vielleicht mal zu dem Thema. Ich finde die Variante wesentlich ansprechender, weil ich tatsächlich meine Bahn oder die Abbildung meiner Steampunk-Anlage so sehe, wie sie auch vor mir ist. Das heißt eben mit der Wendel hier auf der Seite hier drüben, mit den Weichen, klack, klack wird man jetzt gar nicht hören, von hier ist aber egal. Die kann ich natürlich, wenn ich jetzt die beiden Weichen verbinden, ja die Ebenen miteinander. Wenn ich jetzt auf die Mitte klicke, habe ich hier drüben auch wieder die Wendel mit dem entsprechenden Teil. Und das sind die gleichen Weichen, die ich jetzt im oberen Teil, das heißt, die hat eine Abbiegung, die geht geradeaus. Und wenn ich jetzt hier reingucke, kann ich das genauso von hier mit der Abbiegung und mit geradeaus, so wie ich es gerade auch gestellt habe. Weil das die gleichen IDs sind, die ich hier vergeben habe, die lasse ich nur in dem Modus ausblenden. Und ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Was habt ihr denn so für Ideen? Mit welchem Schema arbeitet ihr denn eigentlich? Mit diesem freien Aufbau? Oder habt ihr das andere Schema drin? Das kann man ja umstellen. Vielleicht wisst ihr das ja selber. Ich gucke mal ganz kurz rein bei Einstellungen. Da hat man ja die Möglichkeit, Momentchen kurz, das Stellwerk, na gut, das nennt sich jetzt Stellwerk, ist klar, aber das konnte man einstellen, aber das ist jetzt glaube ich auch gar nicht erstmal so wichtig, weil wir haben halt die beiden Modi drinne. Das heißt, wir können eben wählen, ob wir das schematische haben wollen oder das freie Stellwerktyp. Und ja, und das wollte ich euch fragen, wie macht ihr das? Was macht ihr da rein? Nehmt ihr dieses Freie oder nehmt ihr das Schematische? Das Schematische ist ja das, was so in den Stellwerken selber auch drin ist. Und das Freie ist eben wirklich, dass man die Anlage nachbilden kann, was ich persönlich für eine Modelleisenbahn wesentlich besser und ansprechender finde, weil man kann es eben schön darstellen irgendwo, gerade bei komplexen Sachen. Und ja, das wäre es im Grunde genommen schon für heute. Ich danke dir, dass du zugeschaut hast. War vielleicht ein paar Minuten länger, war vielleicht ein bisschen ein trockenes Thema heute. Aber ich finde das relativ wichtig. Und vielleicht hat der eine oder andere auch was mitgenommen oder kann mir noch Hinweise und Tipps geben, wie ihr das machen würdet oder ob ihr andere Sachen da noch vorhabt oder irgendwie was anderes regeln könntet. Also ich, hoppala, jetzt bin ich hier hängen geblieben. Ich gehe noch mal ganz kurz hier rüber. Hier sehen wir ja auch die ganzen Weichen und Signale oben, die noch lose verlegt sind, was aber jetzt in den nächsten Folgen alles irgendwo festgemacht wird, weil so langsam aber sicher werde ich mich hier der Sache ein bisschen nähern, dass wir das Ganze entsprechend weiter ausbauen werden. Ja, das wäre es im Grunde genommen für heute. Wie ich schon sagte, ich danke dir, dass du dabei warst. Bist du noch kein Abonnent? Klick drauf, der Uli freut sich. Und es macht natürlich auch Spaß, wenn sich die Leute meine Videos anschauen. Und dann sage ich, mach schön gut, bis zum nächsten Mal. Dein Uli aka Aquapainter. Tschüss.